Elisabeth Götze von den Grünen wird auf diese Vorwürfe womöglich antworten. Danke, Frau Vorsitzende, noch einmal sehr geehrter Herr Minister und werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, auch ich spreche zu diesen Novellen, diesen drei Novellen in diesen Tagesordnungspunkten. Einerseits Marktüberwachung und Gewerberecht. Klingt beides nicht sehr spannend und trotzdem sind es wichtige Themen. Aus meiner Sicht vor allem die Marktüberwachung ist ein hochaktuelles Thema. Gerade während Corona hat sich gezeigt, dass viele Produkte, die in den Markt kommen, in den EU-Markt, auch nach Österreich kommen, insbesondere über Online-Anbieter, nicht unionskonform sind. Das klingt jetzt trivial, aber nicht unionskonform kann durchaus bedeuten, krebserregend, gefährlich, schädlich. Und die Kollegin hat schon angesprochen, Spielzeug. Wenn Kinder dieses Spielzeug in die Hände bekommen, dann kann das wirklich gefährlich für die Kinder werden. Aber auch bei anderen Produkten, Elektroroller, Masken, Medikamente. Es ist wichtig, dass diese Produkte unionskonform sind. In der Novelle beschließen wir, dass für die Marktüberwachung das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zuständig ist, das sich in anderen Feldern schon bewährt hat. Und wir statten es mit erweiterten Kompetenzen aus, insbesondere, dass auch intensive Zusammenarbeit mit den Zollämtern, mit dem Zollamt in Österreich erfolgt, aber auch internationale Kooperation, weil natürlich hier Vernetzung sehr wichtig ist. Sehr wichtig ist auch, dass der Onlinehandel erfasst wird, also nicht nur der sozusagen Handel über Händler in Österreich, sondern auch der Onlinehandel, weil gerade beim Spielzeug hat sich gezeigt, dazu gibt es Studien, dass sehr viel, 88% der Produkte über Drittanbieter illegal sind und 48%, also fast die Hälfte von denen, wirklich gesundheitsschädlich. Also diese Lücke beheben wir und ich ersuche hier um Zustimmung. Ja, und was die Gewerbeordnung betrifft, da gibt es schon einiges zu novellieren. Hier machen wir wirklich heute nur einen kleinen Baustein, aber immerhin einen Schritt in eine modernere Welt für die Fremdenführerinnen, für Berufsdetektive und für Handelsreisende. Die müssen sich nämlich ausweisen, wenn sie Hausbesuche sozusagen machen oder unterwegs sind. Und das war bisher ein Ausweis auf Leinenpapier und Sie bekommen jetzt Scheckkarten mit Ihrem Foto. Also ich glaube, das ist auch ganz gut. Danke. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Damit ist diese Debatte geschlossen. Wünscht die Berichterstattung das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Auch hier verlege ich die Abstimmung ans Ende der Verhandlungen über diesen Ausschuss.